meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder aus der Eigenheimreihe und zwar mit einem zweiten Q&A, denn ich hatte ja auf Instagram gefragt, ob ihr Interesse habt und ihr hattet. Und von daher habe ich mir jetzt 27 Fragen rausgeschrieben, die ich beantworten werde. Und ich werde euch auch nochmal das Q&A verlinken, was ich zuerst gemacht habe zum Eigenheim, weil ganz, ganz viele Fragen bei Instagram aufgetaucht sind, die ich eigentlich schon beantwortet hatte. Und von daher, ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten fange ich jetzt mit der ersten Frage an. Ich denke mal, die Frage ist jetzt auf die Renovierung bezogen. Und ja, eigentlich lief alles so, wie wir es geplant hatten. Außer ganz am Anfang, vielleicht erinnert ihr euch, das mit dem Dachdecker hat dann ja doch nicht funktioniert. Wir wollten ja eigentlich im Bad oben so ein Tageslichtsystem einbauen lassen. Ja, das hat ja doch dann nicht geklappt. Ja, was ich im Nachhinein anders machen würde, ich würde wirklich weit im Voraus, sobald man irgendwie weiß, wann man im Haus ist, anfangen und nach Handwerkern zu suchen, egal aus welchem Bereich. Ja, bei uns war es ja so eine kurzfristige Sache, wann man überhaupt im Haus ist. Deswegen waren manche Dinge so ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ja, lief eigentlich alles so nach Plan. Nein, aktuell sind die Böden noch nicht drin. Aber morgen wird die Ausgleichsmasse gegossen, also wirklich dann im ganzen Haus. Und da noch können die Böden rein. Und ich freue mich, wenn ich den ersten Raum mit den verlegten Böden sehen kann. Die Frage kam auch recht häufig, auch in Kommentaren unter Videos. Erstmal bleibt es so, wie es ist. Ich habe es auch schon mal irgendwann erklärt. Wir können die Wand da nicht einfach rausnehmen, weil da zum einen der Kaminschacht verläuft und da sitzt auch eben die Therme. Deswegen wäre es nicht so einfach, die Wand wegzunehmen oder Durchbruch zu machen oder ein Teil, wie auch immer. Von daher ist es erstmal nicht geplant. Wenn man in Zukunft irgendwie das unbedingt machen möchte, dann muss man sich echt nochmal hinsetzen und genau planen, was wäre möglich. Aber wie gesagt, das ist keine einfache Sache und von daher ist es auch erstmal nicht geplant. Also Mila war ja schon jetzt ganz oft im Haus und immer wenn wir halt im Haus sind, erklären wir ihr auch, dass es eben das Haus ist, wo wir bald wohnen werden, wo ihr Schlafzimmer ist. Und ich glaube, das hat sie tatsächlich schon verstanden. Denn immer wenn wir im Haus sind, sagt sie, ins Zimmer gehen. Und dann läuft sie auch quasi immer zu dem Zimmer, wo wir schon ganz oft gesagt haben, dass es ihr Kinderzimmer sein wird. Ansonsten, ja, wir erwähnen es halt immer wieder, wenn wir hinfahren, dass wir da bald wohnen werden, dass sie da ihr Zimmer hat, dass wir da schlafen werden. Ich glaube, ansonsten kann man da nicht wirklich viel vorbereiten. Wir müssen dann einfach gucken, wie es dann nach dem Umzug ist und ob sie Angst haben wird. Keine Ahnung, kann man ja vorweg nicht wissen. Ich hoffe mal nicht und ich denke, das ist einfach dann auch eine Gewöhnungssache, die wir bestimmt meistern werden. So viel Deko habe ich tatsächlich nicht gekauft, weil ich einfach auch nicht weiß, wohin damit. Also ein bisschen habe ich ja damals bei Action gekauft. Das hatte ich euch ja dann auch im Vlog gezeigt. Aber ansonsten so richtig Weihnachtsdeko eigentlich nicht. Wobei das Größte ist der künstliche Tannenbaum mit Tannenbaumschmuck. Also das habe ich wirklich fürs Haus geplant, weil hier in der Wohnung hätten wir keinen Tannenbaum gehabt. Und fürs Haus jetzt aber schon. Also von daher ist das eigentlich so das Größte. Und ich werde dann einfach, wenn wir im Haus sind und wirklich angekommen sind, dann nochmal schauen, was ich brauche oder was ich haben möchte. Aber jetzt vorweg schon so blind einfach zu kaufen, nee, da warte ich lieber noch ein bisschen ab. Zum Glück hatten wir keine großen unerwarteten Baustellen. Das Einzige, was unerwartet war, war das dritte Zimmer mit den Tapeten. Dass wir da wirklich Tapeten abreißen müssen, was ja echt lange gedauert hat. Eigentlich war das nicht geplant, aber beim Teppich rausreißen ist so viel von der Tapete mit abgekommen, dass wir gezwungen waren, eben auch den Rest abzureißen und da neu tapezieren zu lassen. Aber ansonsten gab es eigentlich keine unerwarteten Baustellen, würde ich jetzt mal sagen. Oder ich habe irgendwas verdrängt. Nö, aber ansonsten finde ich, lief es eigentlich so ganz gut. Häufig gestellte Frage, ja, wir schaffen es bis Weihnachten, ich bin da optimistisch, beziehungsweise der Umzugstermin steht fest, das Wochenende vor Weihnachten ziehen wir um und ja, von daher, wir schaffen das. Weil das einfach unser persönliches Ziel war, Weihnachten im Haus. Und vor allem, wenn wir jetzt Weihnachten im Haus sind, dann können wir einen Weihnachtsbaum haben. Wir haben viel mehr Platz, wir können mit der gesamten Familie bei uns feiern. Und deswegen haben wir uns
freiwillig diesen Stress gemacht, um wirklich knapp vor Weihnachten umzuziehen und einfach im Haus zu sein, in unserem Haus und das erste Weihnachten da zu verbringen. Und ja, wir freuen uns drauf. Die Kartons, die wir bis jetzt gepackt haben, sind 5 Stück, lagern bisher im Keller. Da haben auch noch ein paar Kisten Platz. Also wir werden versuchen, einen Großteil einfach dann im Keller zu lagern. Und ansonsten müssen wir halt gucken, wo wir hier den Platz haben und die Sachen hier hinstellen können. Wir tendieren eher zu Plissés, also so wie wir es jetzt hier in der Wohnung auch haben. Aber mal schauen, vielleicht kommen auch irgendwo Vorhänge hin. Wir müssen mal gucken, aktuell hängen da noch Rollos. Die werden wir auch erstmal dran lassen, damit wir überhaupt was hängen haben. Und dann schauen wir einfach mal, was möglich ist, was passt und ja. Aber ich denke, es könnten wieder Plissés werden. Wir lassen eigentlich alles vom Umzugsunternehmen machen, außer das Kisten einpacken. Aber ansonsten, ja, wird alles vom Umzugsunternehmen gemacht. Das heißt, die bauen hier auch zum Beispiel die Wohnzimmerwand ab und bauen sie drüben wieder ran. Genauso das Bett, den großen Kleiderschrank. Ja, da bin ich echt froh, dass die das machen. Da hat man so ein bisschen weniger Stress beim Umzug. Und die sorgen auch dafür, dass die Straße hier richtig abgesperrt wird. Also wirklich mit Halteverbotsschildern, sodass die eben auch mit dem Wagen entsprechend vorfahren können. Genau. Also das lassen wir eigentlich alles vom Umzugsunternehmen machen. Na, wer schleicht hier rum? Leistest du mir Gesellschaft, Becky? Auch häufig gestellte Frage, vor allem auch in Kommentaren unter Videos. Das andere Kinderzimmer, also das dritte Zimmer, was noch frei ist, ist genauso groß eigentlich wie das Kinderzimmer, was Mila bekommt. Also da ist nicht mal 1 Quadratmeter Unterschied. Ja, also wir haben das kleinste Zimmer als Elternschlafzimmer. Bis zum Umzug wird nicht alles fertig sein, aber das wussten wir ja. Also es werden nicht alle Türen drin sein. Das Gäste-WC wird nicht zu 100% fertig sein. Ja, und dann halt noch so Kleinigkeiten. Aber es wird so weit fertig sein, dass wir gut drin wohnen können. Geplant ist, dass die Waschmaschine in den Hauswirtschaftsraum gestellt wird und die Waschmaschine aus der Küche somit verschwindet und wir da einfach mehr Stauraum für Geschirr und Töpfe und so weiter haben. Am wenigsten vermissen wir dich garantiert die 4 Etagen, das Hochschleppen der Einkäufe, das Hochschleppen manchmal vom Kind und. Also einfach diese 4 Etagen, ja, werde ich überhaupt gar nicht vermissen. Überhaupt nicht. Nein, die Wohnung ist noch nicht gekündigt, somit ist es auch recht entspannt, was das Sofa zum Beispiel angeht, was hier bleibt. Der Esszimmertisch bleibt hier, somit können wir auch Sachen noch nach Weihnachten ins Haus transportieren. Also ich finde, das ist ziemlich entspannt, so wie es jetzt ist. Ich denke mal, die Frage ist auch auf die Renovierung bezogen. Richtige Insider-Tipps habe ich da nicht, außer dass man sich einfach früh genug um Handwerker kümmern sollte. Also Handwerker in allen Bereichen sind eigentlich weit im Voraus ausgebucht, da jemanden dann zu finden. Also kurzfristig ist natürlich schwierig. Wenn man natürlich jemanden im Familien- oder Freundeskreis hat, ist das natürlich super. Aber ansonsten frühzeitig erkundigen, welche Handwerker wie wann Zeit haben und das rechtzeitig klären. Aber ansonsten habe ich keine Insider-Tipps. Es wurde bisher alles eingehalten und das Budget wurde noch nicht gesprengt. An den Garten machen wir uns im Frühjahr. Da haben wir jetzt zum Glück Ruhe, dass wir nicht den Stress haben, da jetzt irgendwie noch den Garten zu gestalten. Aber ein bisschen wollen wir da schon verändern. Dieser Gartenpavillon wird bleiben, den wollen wir nur irgendwann streichen. Und ansonsten muss man einmal wirklich auch durch die Beete gehen, da wird sicherlich noch was wegkommen. Müssen wir einfach mal schauen, der Rasen, der muss nochmal ordentlich gemacht werden. Also ein bisschen was ist geplant. Ich würde sagen, der größte Posten von dem Renovierungsbudget war jetzt so für die Malerarbeiten, Material natürlich, Fußbodenarbeiten, die jetzt kommen und der Vinylboden. Ja, das war so der größte Posten, dicht gefolgt von den Türen und dem Tischlerarbeiten natürlich, weil der Tischler die Türen ja einbaut. Und dann kommt auch schon die Baumfällung. Die war auch nicht ohne. Ja, ich glaube, das waren so die größten Sachen.
glaube, das Anstrengendste war wirklich, alles unter einen Hut zu bekommen. Also mit der Arbeit, dann mit Kleinkind, einfach zu organisieren, welcher Handwerker kann wann ins Haus, wann muss was gemacht werden, wer fängt an, welcher Handwerker kommt dann. Dann halt mit zig Leuten telefonieren. Ja, alles zu organisieren, auch so Sachen wie die Restmülltonne beantragen, an so Sachen, die einem zwischendurch einfallen und man denkt, oh Gott, jetzt musste das aber nochmal schnell machen. Also da kamen so viele Sachen auf einen zu, ja, dass man manchmal an einem Tag irgendwie 10 Telefonate geführt hat und hatte immer noch nicht alles von der Liste abgehakt. Also ich glaube, das war so echt das Anstrengendste. Also es gab so Tage, da hat einem echt der Kopf geraucht und man wusste nicht wohin. Aber wie vorhin auch schon gesagt, am Ende wusste man immer, wofür man das macht und für sein Eigenheim. Und deswegen hat man es irgendwo auch gern gemacht, auch wenn es anstrengend war. Also die Freude aufs Eigenheim überwiegt natürlich. Ich werde es nicht vermissen, hier im 4. Stock zu laufen. Aber es hängen halt einfach so viele Erinnerungen an der Wohnung, dass man sie natürlich irgendwo schon vermisst. Das war die erste Wohnung von Julian und mir. Wir haben hier 7 Jahre gelebt. Ich habe meine Schwangerschaft hier erlebt. Wir haben Mila hier nach Hause gebracht. Ihre ersten Lebensjahre ist sie hier groß geworden. Und deswegen in jedem Raum stecken irgendwie viele Erinnerungen. Und deswegen vermisst man natürlich die Wohnung irgendwie schon ein bisschen. Ein Teil der Nachbarn werde ich auch vermissen, wobei sie nicht aus der Welt sind. Also auch unsere Nachbarin, die immer mit Bruno gegangen ist, die kann auch weiterhin mit ihm gehen. Und von daher, ja, sind sie nicht ganz aus der Welt. Aber natürlich, wie gesagt, wird man sie ein ganz kleines bisschen schon vermissen. Ich habe den Teil eigentlich gezeigt, den wir selber auch machen konnten. Und irgendwann habe ich ja gesagt, dass der Rest gemacht wird von den Handwerkern. Und die haben einfach dann auch gearbeitet, wenn wir selber auch gearbeitet haben. Die waren dann halt im Haus und haben ihre Arbeit gemacht. Von daher konnte ich da gar nicht unbedingt filmen. Und es will ja auch nicht jeder gefilmt werden. Also ich will auch nicht zu jedem hingehen und sagen, oh, kann ich euch bei der Arbeit filmen? Also ja, hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Und von daher konnte ich da gar nicht wirklich viel mehr filmen und wollte es auch gar nicht. Ja, aus dem einfachen Grund. Ich glaube, die Frage hatte ich beim ersten Q&A schon mal beantwortet. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen beantworte ich sie jetzt nochmal. Wir werden eigentlich einen Großteil der Möbel mitnehmen. Wir kaufen allerdings ein neues Sofa. Neuer Esstisch ist schon da, genauso wie die Stühle dafür. Und irgendwann wollen wir auch einen neuen Kleiderschrank haben, weil unser, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, nicht in unser Schlafzimmer passt, also dahin, wo er hin soll. Und deswegen werden wir irgendwann uns auch einen neuen Kleiderschrank kaufen. Den Kleiderschrank nehmen wir jetzt erstmal mit, der kommt dann ins dritte Zimmer. Und ja, aber ansonsten auch Milas Möbel nehmen wir erstmal mit, weil die sind ja noch gut erhalten, da muss ich nicht irgendwie alles neu kaufen. Aber so ein bisschen was wird ersetzt, also eine Mischung aus den alten Möbeln und neuen Möbeln. Das waren jetzt alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir in den Kommentaren oder schaut nochmal das erste Q&A-Video an, denn da habe ich schon einige Fragen beantwortet, die jetzt auch wieder kamen, zum Beispiel zu Fußböden oder ja, zu anderen Sachen. Also schaut auf jeden Fall nochmal vorbei. Finanzielle Fragen werde ich prinzipiell nicht beantworten, also auch nicht zum Renovierungsbudget. Da müsst ihr euch einfach mal selber erkundigen, wie viel was kostet, wie viel man vielleicht einplanen muss. Und das muss man ja auch immer individuell betrachten. Wenn wir jetzt so und so viel für unser Haus zahlen, heißt das nicht, dass ihr genauso viel für euer Haus zahlen müsst. Und von daher, ja, erkundigt euch da einfach mal selber, holt euch Kostenvoranschläge und dann seid ihr schon mal ein bisschen schlauer. Ja, ansonsten verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.